Dieses Brot. Es ist ein altes Rezept mit wenig Handgriffen. Los geht's. Aus Mehl und Wasser erstellen wir einen Vorteig, ein sogenanntes Poolish. Wir kommen mit extrem wenig Hefe aus heute. Wir machen heute ein Brot aus Weizen- und Roggenmehl. Langsam verrühren, bis du so eine schöne Teigkonsistenz hast. Den lässt du 12 bis 16 Stunden gehen. Guck mal, wie toll die Hefe ihre Arbeit geleistet hat. Das sieht so gut aus. So, das vermixen wir jetzt. 8 Minuten auf langsamer Stufe. Und dann umschalten auf schnellere Stufe und nochmal 6 Minuten. So sollte dein Teig jetzt aussehen, richtig schön geschmeidig, bevor du ihn jetzt für 120 Minuten abgedeckt zum Gehen stellst. Damit wir einen schönen Leib bekommen, einmal mit Hilfe der Backmatte durchkneten, wenden und mit dem Schluss nach unten einen schönen Leib schleifen. Ab ins bemehlte Gärkörbchen damit und eine weitere Stunde abgedeckt bei Raumtemperatur gehen lassen. Mit dem Backpapiertrick stürzen, die Ecken hochnehmen und so gefahrlos in den bereits vorgeheizten Topf reinmachen. Hier habe ich nochmal alle Backinformationen für dich zusammengestellt. Und sieht es nicht einfach fantastisch aus? Wenn dir dieses Brot gefällt, musst du unbedingt dieses Brot anschauen.